Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wonders. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Magma-Tiefen abgeschlossen, haben den finalen Bosskampf freigeschaltet. Und diesem finalen Bosskampf wollen wir uns heute widmen. Bowser endlich in seinen überdimensionalen Hintern treten, ihn durch die Luft werfen etc., was auch immer davon zutritt. Ich habe mir übrigens hier bei der Arena, die hier jetzt in dem Gebiet ist, nochmal eben kurz neue Power-Ups geholt, damit wir ja auch vorbereitet sind. Ich würde sagen, ich packe mich aus dem Bild und wir rennen jetzt zu Bowser. Hier geben wir einen auf die Nuss. Ach, das ist ein komplettes Gebiet. Ich dachte, es ist wirklich ein direkt Bosskampf. Das Blumenschloss. Bowser hat es noch monströser verzählt, als ich befürchtet hatte. Hören wir das. Ihr müsst ja wirklich gespannt sein auf das gigantische, nein, das epische Wunder, das ich hier vorbereite. Etwas gedulden müsste ich allerdings noch. Perfektion braucht Zeit. Wie wäre es, wenn ihr euch bis dahin mit dem Vorprogramm amüsiert, das meine Armee vorbereitet hat? Das ist dann also euer Einsatztorpedo, Kugelwillis. Zeigt ihnen, wie böse eine gute Show werden kann. Im Ernst, ich dachte, wir würden instant den Bosskampf vor uns haben. Aber jetzt wird es deutlich gefährlicher werden, stimmt's? Aber wir können nicht einfach weglaufen. Egal, was Bowser uns in den Weg schleudert, wir werden es meistern. Halten wir ihn auf. Ein für alle Mal. Na gut, dann haben wir zuerst Torpedo-Kugelwillis im Anflug. Einfach ein Kugelwilli langgezogen. Ist deutlich schwerer als zuvor. Ich sehe, Schwierigkeit ist nicht wirklich gestiegen. Kann ich den Seifenblasen überhaupt stecken? Nein. Ich kann auf denen reiten. Perfekt. Wie ist das mit dem Bohrer? Ah, okay, mit dem Bohrer kann ich die auch nicht umnieten. Okay, ich hab sie nochmal. Nee, ich will den Bohrer noch gerne bei mir behalten. Um Gottes Willen, jetzt kommen die aus beiden Richtungen. Naja, zumindest euch kann ich im Seifenblasen stecken. Warte mal, war dort noch irgendwas in der Richtung? Da war noch eine 10, damit es so gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ich war dazu verdächtig, dass hier die Flagge ist. Das hat den Krieg hinterher geworfen. Bong. Diese Torpedo-Dinger sind ja ein kompletter Witz. Oh, Geld. Als ob ihr mir Schaden machen könnt. Oh, Regenbogenfarben.
Passt irgendwie so überhaupt nicht zur Welt. Anschlag von oben. Ich wollte gerade sagen, ich will doch definitiv hier hoch. Und meins. Ich wollte gerade fragen, hier mit Secret Exit, ne? Easy. Yeah. Wisst ihr, dafür, dass in diesem Spiel so gut wie kaum Verwandlungen vorhanden sind, gibt es wenigstens echt viele verschiedene und interessante Gegner. Na, wie hat euch die Gastfreundschaft meiner Armee gefallen? Und das war nur der Anfang. Bei der nächsten Vorstellung wird es so richtig kribbeln. Ich werde geradezu schockiert sein. Meinst du ungefähr so sehr, wie du schockiert aussiehst auf dem Bild? Du siehst sehr schockiert aus. Aber genug der Freude. Macht euch bereit für ein Bars Blitzlichtgewitter. Hier kommt das Funkeln im Dunkeln. Oh nee, wieder Blitze. Sogar nochmal andere Blitze, als ich mir vorgestellt habe. Die Dinger können elektrisch geladen werden. I don't approve that. Ich brauche Licht. Ich darf die nicht mal hochheben, wenn sie geladen sind. Ich hab's gesehen. Hilfe, das Level ist gemeingefährlich. Ich würde gern was sehen, danke. Ich sehe genauso viel wie ihr, Leute. Da oben. Aua. Da ist eine rote Röhre, aber ich weiß nicht, ob ich erst noch nach da oben will. Okay, da geht's weiter, also will ich erst durch die Röhre. Oder auch nicht. Okay, ich hätte eigentlich doch erst nach links gewollt. Na gut, die Fahne können wir uns ja holen und dann gehe ich nochmal hier rein. Wisst ihr, die Feuerblume wäre dort wesentlich netter gewesen als alles andere. Ah, bereit für eine Pause? So schade, bei meiner Show gibt es nämlich gar keine Pausen. Du Schurke. Und versuch bloß nicht, euch rauszuschleichen. Schließlich steht ein Treff mit unseren Künstlerladen. Und die sind schon ganz scharf darauf, euch zu treffen. Bühne frei für die Zielsuchkugel Willis.
Na gut, aber ich gehe trotzdem erstmal in das Level da rein und hole zum einen diese Wunderblume und wir müssen durch die andere Richtung. So Leute, ich bin jetzt wieder hier. Diesmal gehen wir nach links. Oh, jetzt bin ich elektrisch geladen. Ich ziehe sogar die Münzen an. Der elektrisch geladene Elefant kommt, Leute. Ich komme mir richtig träge vor. Ach, weil ich aus Metall bin. Na gut, haben damit das Level nochmal abgeschlossen, ne? So, dann mal weiter. Ziehe Kugel wie ich auf Kollisionskurs. Evil, der war schon der erste. Oh, die bleiben an den Wänden kleben. Wie kriege ich jetzt hin, dass die Röhre da runter geht? Ach so. Hilfe! Anschlag! Tschüss! Hier notiert, dass ich noch keine Zehnermünze gefunden habe. Aber wenigstens Elefantus Magnificus finden wir durchgehend. Ich bin noch 100 von der ersten schon vorbei. Nee, das war die erste? Unvorstellbar. Für Kamikaze-Flieger. Aber wenigstens können die sich gegenseitig ausschalten. So sind sie am ungefährlichsten, ne? Hier oben war ein bisschen zu offensichtlich. So, gib mir wieder Elefanten. Danke. Um Gottes Willen, jetzt werden sie auch noch groß. Macht euch gegenseitig kaputt. Aber haltet mich da raus. Hilfe! Der Horror.
Junge, da feuern uns ein paar Goombas an. Ungelogen. Ich bin schon etwas beeindruckt, dass ihr es bisher geschafft habt. Beeindruckt und froh, denn meine Show-Highlights kommen jetzt Schlag auf Schlag. Das meine ich ganz wörtlich. Macht euch bereit für die umwerfendste Show, die jemals erdacht wurde. Endlich ist es eine Zeit für das Festival der Fäuste. Festival der Fäuste. Ich sehe, was gemeint war. Ich hatte irgendwie erwartet, dass ich eine Münze bekomme. Ach, ne, stimmt ja, die Dinger können ja auch wieder aufstehen. Ich habe ihn in den Tod getragen. Okay, da ist meine 10er-Münze. So ein Kettenkugel-Willi. Cool. Schon ein bisschen kugellastig, das letzte hier. Tschüss. Aua. Okay. Aua. Da haben wir Münze Nummer 2. Das Level hier ist gefährlich, Leute. Da kommt der Spaß runter. Stylische Pose. Stylische Pose war nötig. Wieso ziehe ich eigentlich die Münzen an? Da war meine Gier. Oh, guck mal, als normaler Mario ist es eine andere Pose. Okay, ich habe gerade ausprobiert, ob man in die Röhren rein kann. Nein, kann man nicht.
Okay, hab's. Ich dachte schon, dass da ein neues Item rauskommt. Das Level ist mega cool. Irgendwie habe ich überlebt. So, wir haben den Weg nach hier oben freigeschaltet. Oh, das Festival der Fäuste habt ihr also überstanden? Ich bin beeindruckt. Aber freut euch nicht so früh. Das war schließlich nur der Auftakt. Diese wundervollen Beats des Hauptevents werden auf der ganzen Welt ertönen. Nein, im ganzen Universum. Niemand kann sich ihnen widersetzen. Nickende Köpfe, tappende Füße, alle werden förmlich gefesselt sein. Und nun ist es an der Zeit für das epische Wunder, das ich vorbereitet habe. Applaus, denn jetzt kommt Bowsers Finale! Das gesamte Publikum begibt sich nun bitte zur Hauptbühne. Okay, ich würde aber tatsächlich sagen, auch wenn das jetzt hier ein massiver Cliffhanger ist, heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Dass wir Bowser beim nächsten Mal tatsächlich in seinen Hintern treten. Ich dachte halt, wir würden hier schon instant bei dem Part ihm in den Hintern treten. Ich habe nicht mit extra Leveln gerechnet. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich hoffe, ihr hattet alle soweit alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!